Ihr Vortragsthema dieses Jahr ist über digitale Gewalt gegen Frauen. Welche Formen existieren davon? Digitale Gewalt gegen Frauen, um das vielleicht kurz noch zu erläutern, worum es dabei eigentlich geht, sind alle Formen von gewaltförmiger Handlung, die wahlweise mit Hilfe von Technologien, also Informations- und Kommunikationstechnologien stattfindet. Das heißt zum Beispiel auch Smartphones oder aber im Internet, das heißt auf sozialen Medienplattformen und in irgendwelchen Foren oder Mailinglisten. Okay, wie oft werden diese ausgeübt, wann und von wem? Wie oft es zu digitaler Gewalt kommt, lässt sich leider gar nicht genau beziffern, weil es keine aussagekräftigen Studien zu dem Thema gibt. Und damit sind wir gewissermaßen bei dem Anfang vom Problem. Wir wissen, dass es unglaublich viele verschiedene Formen von digitaler Gewalt gibt. Das heißt einerseits die öffentlich wahrnehmbaren, die sicherlich alle kennen, also beispielsweise Hate Speech oder Cybermobbing. Das sind Begriffe, die auch relativ häufig benutzt werden. Und wie oft es das gibt, das kann, glaube ich, niemand sagen. Und dann gibt es aber auch Formen, die nicht so öffentlich wahrnehmbar sind. Und ich nenne das die digitale Seite der häuslichen Gewalt. Das heißt, das sind Taten, die häufig unter Partnern und Partnerinnen oder eben auch früheren Eheleuten oder Beziehungen stattfinden, eben genauso wie häusliche Gewalt, nur eben jetzt mit einer digitalen Seite. Das heißt, es geht da ganz häufig um Kontrolle, um Bedrohung, um Machtausübung, auch um Überwachung. Das heißt, das Installieren von Spy-Apps beispielsweise, um herauszufinden, wo sich die Frau befindet, aber auch um alles mitzuhören und mitzulesen, was sie mit ihrem Smartphone tut. Das ist nicht besonders schwierig. Solche Programme gibt es frei erhältlich, die werden auch genauso beworben. Und damit kann man alle Mails und Nachrichten und Telefonate und auch Bilder sich direkt auf den eigenen Rechner laden und nachvollziehen, was da passiert, wie oft sowas vorkommt. Dafür gibt es keine repräsentativen Studien, leider. Genauso auch bei vielen anderen Sachen, um die es dabei geht. Also beispielsweise Bedrohung, wenn vorher intime Bilder ausgetauscht wurden, die Drohung, die dann zu veröffentlichen oder anderen Leuten weiterzugeben oder auch Erpressung, weitere solche Bilder zu erlangen. Was es auch häufig gibt, ist sogenannte Doxing, das heißt das Veröffentlichen von personenbezogenen Daten entweder in der Öffentlichkeit oder in bestimmten Communities, also die Adresse, den Geburtstag, vielleicht auch den Beruf oder die Arbeitsstelle der betreffenden Person. Und das kann natürlich massiven Stress auslösen. Was es auch gibt, ist, dass von einer Person beispielsweise Bilder ins Netz gestellt werden, die möglicherweise also pornografische Bilder sind, wo dann das Gesicht der Frau eingesetzt wird und dazu ein Text gestellt wird. Hier komme ich besuchen, und dann wird ihre reale Adresse noch mit unten drunter geschrieben. Das kommt tatsächlich vor und führt dann natürlich auch dazu, dass tatsächlich auch Leute bei ihr zu Hause auftauchen. Das ist massiv beängstigend und bedrohlich, weil man dem natürlich auch schlecht ausweichen kann. Und davon gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Leider aber ist nur sehr grob bekannt, wie viele Betreffende es davon gibt. Es gibt gerade international stärker als in Deutschland verschiedene Umfragen von Amnesty International zum Beispiel und von verschiedenen anderen Institutionen, die bestimmte Gruppen befragt haben und damit zum Beispiel zu der Aussage gekommen sind, dass ungefähr ein Viertel aller Frauen schon mal irgendeine Form von digitaler Gewalt erlebt hat und entsprechend dann davon abgeleitet, wie viele von denen sich in ihrer Sicherheit massiv bedroht gefühlt haben, was das für psychische Konsequenzen hatte oder dass sie möglicherweise ihr Verhalten in sozialen Medien dann verändert haben. Inwieweit unterscheidet sich digitale Gewalt gegen Frauen gegenüber der gegen Männer? Auch darüber ist es schwer, definitive Aussagen zu machen. Es fehlen auch hier empirische Belege. Was wir aber wissen von einer Umfrage, die es in den USA 2014 gegeben hat, wo Männer und Frauen zu verschiedenen Formen von Online-Harassment, also Online-Belästigung und Bedrohung befragt wurden. Und daraus lässt sich zumindest erkennen, dass auch Männer massiv von Beleidigung und Bedrohung im Netz betroffen sind. Das ist ja auch offensichtlich zu sehen, wer sich irgendwo bei Facebook oder Twitter bewegt, kann das beobachten, das ist kein Geheimnis. Pauschal könnte man vielleicht sagen, dass Männer zwar mehr von diesen Formen von Beleidigungen und Beschimpfungen betroffen sind, dass aber in dem
bei den Sachen, die sozusagen zu drastischeren Gewaltformen zählen, also reale Bedrohungen mit Folgen auch für die eigene Integrität und Sicherheit oder Erpressungen etc., Frauen stärker betroffen sind und da dann die jüngeren Frauen stärker als die älteren, was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass jüngere Frauen einfach sehr viel mehr die entsprechenden Technologien benutzen, aber sicherlich auch einfach eher die Personen sind, die am ehesten von beispielsweise Ex-Partnern oder Männern im Netz als Zielgruppe ausgemacht werden. Okay. Sie erwähnten, dass Frauen mit verschiedenen Rollen wie Aktivistinnen oder Bloggerinnen besonders von digitaler Gewalt betroffen sind. Sie haben einen Blog. Auf welche Formen sind Sie persönlich schon getroffen und was haben Sie unternommen? Ich bin die Ausnahme, die Regel bestätigt. Ich habe bisher, also klar, natürlich passiert mir das, dass ich beschimpft werde oder in irgendeiner, also auf unterschiedlichste Arten und Weisen beleidigt werde im Netz, aber darüber hinaus zu drastischeren Formen ist es bei mir persönlich zum Glück bisher nicht gekommen. Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass beispielsweise mein Blog schon ganz schön eingeschlafen ist und nicht mehr so richtig aktiv ist. Was kann ich als Frau speziell unternehmen? Frauen, die von konkreten Gewaltformen betroffen sind, sollten sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Da gibt es Beratungsstellen zum Beispiel. Es gibt auch das Hilfetelefon der Bundesregierung zu Gewalt gegen Frauen, wo man sich beraten lassen kann. Es gibt natürlich Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen im Bereich Gewalt in den meisten Städten, die man kontaktieren kann. Es gibt eine Webseite, die ich gerne empfehlen würde vom Bundesverband der Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen, BFF, die heißt Aktiv gegen digitale Gewalt.de. Da gibt es zumindest ein bisschen ein paar Tipps und auch Beratungen und auch Hinweise, wie man sich ansonsten noch weiter informieren kann. Das sind so erste Möglichkeiten. Ich glaube, was auf jeden Fall immer auch ganz wichtig ist, das betrifft im Grunde die in Häkchen analogen Formen von Gewalt eben genauso in dem Moment, wo ich den Eindruck habe, ich werde gestalkt, ich werde bedroht, ich werde verfolgt, jemand überwacht, was ich tue. Es ist immer wichtig, damit nicht alleine zu bleiben, sondern sich Hilfe zu holen, mit anderen darüber zu reden, auch keine Angst davor zu haben, dass die dann vielleicht sagen, du spinnst doch, du bildest dir das alles ein. Das ist nämlich eine ganz große Hemmschwelle, die man hat, wenn man denkt, ich bin mir nicht ganz sicher und vielleicht ist das ja alles nur aus Versehen und vielleicht meint er das gar nicht so und ich weiß nicht, warum mir all diese komischen Sachen passieren. Es ist immer wichtig, nicht damit alleine zu bleiben, sondern mit anderen zu reden und sich Hilfe zu holen. Sie sprachen 2007 das erste Mal auf dem Chaos Communication Congress über Terrorismus. Wann und wie sind Sie persönlich mit dem Thema in Berührung gekommen? Das Thema Terrorismus hat mich persönlich erwischt, tatsächlich im Jahr 2007, als mein Partner verdächtigt wurde, Terrorist zu sein und in Untersuchungshaft gekommen ist und in der Folge uns klar wurde, dass wir eine Totalüberwachung erleben, die eben bei Terrorismusermittlungen ganz normal und üblich ist. Und hier beim CCC habe ich das erste Mal darüber gesprochen, wie das ist, wenn man das selber erlebt und auch, weil ich angefangen habe, darüber zu schreiben und zu beschreiben, was für Auswirkungen diese verschiedenen Überwachungsformen im Alltag so haben. Tatsächlich ist es aber nicht der Anfang meiner Auseinandersetzung mit dem Thema gewesen. Ich bin Politikwissenschaftlerin und habe schon meine Uni-Abschlussarbeit genau über das Thema vernetzte Polizei, Datenbanken und Gefahren für die Grundrechte geschrieben. Das heißt, ich beschäftige mich mit Themen der inneren Sicherheit schon seit vielen Jahrzehnten. Die letzte Frage. Sie haben 2014 die sogenannte Speakerinnenliste initiiert. Können Sie kurz erklären, worum es sich dabei handelt und warum diese notwendig ist? Die Speakerinnenliste ist eine Datenbank für Expertinnen für Themen aller Art und der Anlass, diese Datenbank ins Netz zu stellen, war, dass ich vorher ein anderes Projekt angefangen habe, das heißt 50%, und dort habe ich Zahlen veröffentlicht, die Prozentsätze von Frauen, die bei Konferenzen auf der Bühne stehen als Sprecherinnen, weil
das kennen, glaube ich, ganz, ganz viele, die sich mit dieser Frage in irgendeiner Weise beschäftigen, dass man das Gefühl hat, bei dieser Konferenz reden total viele Männer und ganz wenig Frauen. Und bevor ich jetzt aber anfange, laut zu protestieren, zähle ich erstmal nach, wie viele Frauen das jetzt wirklich sind. Und ich habe dann irgendwann angefangen, diese Zahlen zu veröffentlichen für die Konferenzen, bei denen ich so war. Das war der 50%-Block, wo ich einfach Zahlen veröffentlicht habe. Und als das ein bisschen bekannter wurde, haben dann sehr schnell sehr viele gesagt, naja, die Frauen sagen dann häufig, das ist ja gar nicht nötig. Natürlich könnte man auch Frauen als Expertinnen für Thema XY einladen, während die Konferenzorganisatoren dann sagen, naja, aber wir kennen überhaupt gar keine Expertin für das Thema Atomphysik und nennen Sie uns doch mal eine. Und natürlich kenne ich jetzt auch nicht besonders viele Expertinnen für Atomphysik. Daraus ergab sich dann die Idee zu sagen, okay, dann werden wir einfach eine Datenbank anlegen, wo wir ganz viele Expertinnen versammeln. Und wenn die Konferenzorganisatoren dann mal wieder nicht wissen, wen sie einladen sollen, dann können sie da ja nachgucken. Und das ist die Speakerinnen.org-Datenbank. Großartig. Dann danke fürs Interview. Gerne.